Alle werden Diffusion wahrscheinlich im Anfangsunterricht einführen und deswegen qualitativ, zu Recht qualitativ behandeln. In der Literatur finden sich aber durchaus Bestrebungen, Diffusion zu quantifizieren. Etwa indem man Kaliumpermanganat in Wasser gibt und in eine Petrischale mit Wasser gibt und dann die radiale Ausbreitung eines des Kaliumpermanganats Flecks die Schülerinnen und Schüler beobachten lässt und entsprechende Messwerte notieren lässt. Das Problem an diesem Versuch ist, dass ein solcher Versuch sehr, sehr lange dauert. Etwa 8 bis 10 Minuten müssen Schüler die Petrischale dann anschauen. Andererseits ist ein weiteres Problem, dass an solchen Versuch der Kontext fehlt. Und ich möchte Ihnen daher heute einen kontextorientierten Versuch vorstellen, der schneller geht. Der Stunde, die ich Ihnen präsentiere, oder präsentieren möchte, ist das Thema Düngung bzw. die Ausbreitung von Ammoniak, also eines der Gase, die bei Düngung entstehen und für den Güllegestank im Wesentlichen verantwortlich sind. Ja, aufgrund schulnaher Ecke hatte ich damit in meinem konkreten Fall direkt einen Bezug zur Lebenswelt der Schüler gegeben, da unweit hinter meiner Schule landwirtschaftlich genutzte Felder anfangen. Mithilfe dieses gezeigten Zeitungsartikels aus dem Wiesbadener Kurier habe ich dann die Stunde auch eröffnet. Nämlich mit der Frage, was eigentlich für den Güllegestank verantwortlich ist. Und hier können Sie Schülerinnen und Schüler eine Großprobe erstmal in Ammoniak nehmen lassen. Bevor Sie dann zur eigentlichen Stundenfrage überleiten, nämlich wie lange eigentlich der Gestank braucht, bis er von den Feldern in die Schule geweht worden ist und dann sich im Gebäude ausbreitet oder ausgebreitet hat. Und ausgehend von der Geschwindigkeitsdefinition, also dem Quotienten aus Weg und Zeit, sind Sie damit dann auch gleich beim ersten Problem. Denn Sie können die Zeit zwar messen, aber wie messen Sie den Weg eines Gases, das Sie nicht sehen? Und hierzu können Sie als allererstes Experiment einfach ein feuchtes Indikatorpapier über eine Porzellanschale mit Ammoniaklösung halten und da werden Sie sehen, oder die Schüler werden dann sehen, dass sich das Ammoniak, Entschuldigung, dass sich das Indikatorpapier blau färbt. Und ausgehend hiervon können Sie dann mit den Schülerinnen und Schülern ein Experiment entwickeln, genetisch entwickeln. Sie müssen das begleiten. Und gelangen dann letztlich zu dem Experiment, was ich schematisch hier auf der oberen rechten Seite dargestellt habe. Also Sie nehmen ein Glasrohr, das mit einem feuchten Indikatorpapier gefüllt ist, verschließen das auf der einen Seite mit einem Stopfen, auf der anderen Seite mit einem durchbohrten Stopfen, durch den Sie zuvor Wattestäbchen gesteckt haben, die in Ammoniaklösung getränkt wurden. Und wenn Sie diesen Stopfen dann mit den Wattestäbchen in dem Rohr applizieren, nimmt die Diffusion gleich ihren Lauf und Sie können den Diffusionsfortschritt mit Hilfe eines Millimeterpapiers, was Sie dahinter angebracht haben, beurteilen, beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler beurteilen lassen. Wichtig ist vielleicht an der Stelle, dass Sie diesen Versuch eine Schülerin oder einen Schüler diesen Versuch filmen lassen. Um dann mit Hilfe des Videos ganz in Ruhe und sorgfältig den Diffusionsfortschritt in Abhängigkeit von der Zeit ablesen zu lassen, stimmen zu können. Ja. Wenn Sie das machen, erhalten Sie Wertepaare aus Weg, aus Diffusionsweg und Diffusionszeit, die Sie hier oben, wie oben rechts dargestellt, erst einmal in einem Smartboard etwa plotten können. Wenn Sie nun dazu übergehen, dass Sie S quadrieren, also den zurückgelegten Weg, gelangen Sie zu Punkten, zu Messpunkten, die auf einer Gerade liegen. Und wenn Sie jetzt das Computerprogramm, das kann Excel sein, das kann Office Libre sein oder dergleichen, mit Hilfe Ihres Kalkulationsprogramms, wenn Sie diesem vorgeben, führe eine Regressionsgerade aus, die durch den Ursprung gehen soll, und zeige mir die Steigung der Geraden an, gelangen Sie zu dem unteren abgebildeten Diagramm.
Warum sie jetzt zu so einer Geraden gelangen, das möchte ich an der Stelle gar nicht vertiefen, möchte Ihnen nur sagen, dass dieser lineare Zusammenhang mit Hilfe der Einstein-Relation verstanden werden kann, die da lautet, s Quadrat ist 6dt. Also s Quadrat ist nichts anderes als der quadrierte, makroskopische zurückgelegte Weg. T ist die Diffusionszeit und d ist die Diffusionskonstante. Sie können Schülerinnen und Schüler dann aus dem ST-Diagramm die Geradengleichung aufstellen lassen, die dann einfach nur lautet, s Quadrat ist k mal t mit k gleich 1,7 Quadratzentimeter pro Sekunde. Das ist der Wert, den Ihnen das Programm dann ausgibt. Wichtig für Sie als Lehrerinnen und Lehrer ist dann vielleicht, dass die Steigung dem Sechsfachen der Diffusionskonstanten entspricht. Das heißt, wenn Sie die Steigung einfach nur durch 6 teilen, erhalten Sie D, erhalten Sie die Diffusionskonstante. Und die ist, wenn Sie das mit Literaturwerten vergleichen, stimmt die mit Literaturwerten sehr gut überein. Zum Schluss lautet dann die Frage, wie lange denn Ammoniak jetzt beispielsweise braucht bis das im 25 Meter langen Schulflur diffundiert ist. Und mit der gefundenen Geradengleichung können Sie durch Umstellung der Gleichung dann die Diffusionszeit t die Schülerinnen und Schüler berechnen lassen. Und wenn Sie das machen, kommen Sie auf eine Zeit von über 40 Tagen. Und das widerspricht natürlich der Alltagserfahrung der Schülerinnen und Schüler und wahrscheinlich nicht nur deren Alltagserfahrung, sondern auch ihrer. Denn wir haben bei den Experimenten nichts falsch gemacht, sondern es ist vielmehr so, dass die Diffusion, und das zeigt das Experiment, nicht der dominierende Prozess sein kann für die Ausbreitung, für die beobachtete Ausbreitung. Sie werden sich vielleicht oder Sie kennen dieses Parfümexperiment, wo Sie Parfüm im Klassenraum sprühen und das verteilt sich und sagen dann, das sei Diffusion. Der Versuch zeigt allerdings, dass das nicht Diffusion sein kann, beziehungsweise dass Diffusion hierbei nicht der dominierende Prozess ist. Diffusion ist zwar etwa auf Zellebene entscheidend, wo kurze Strecken zurückgelegt werden müssen, aber über lange Strecken ist Diffusion nicht der entscheidende Prozess, sondern vielmehr Konvektion. Und so viel, also damit ist die Stunde, wäre die Stunde zu Ende und Sie können dann weitermachen, das als kleinen Ausblick, können die Konvektion einführen und können Experimente zur Konvektion machen. Sie können Experimente zur erzwungenen Konvektion bzw. zur freien beziehungsweise natürlichen, temperaturgesteuerten Konvektionen entweder die Schülerinnen und Schüler selbst durchführen lassen oder zeigen.